Ist das Literaturhaus der richtige literarische Ort in Heilbronn für Theodor Heuss? Und nicht das Haus Lerchenstraße 43? Dort wohnte die Familie Heuss ab 1892. Theodor Heuss war damals 8 Jahre alt. Er verlebte in diesem Haus seine Jugendjahre, bevor er 1902 zum Studium nach München ging. In der Ausstellung im Literaturhaus Heilbronn hat der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland jedoch völlig zu Recht seinen Platz gefunden. Auch im Theodor-Heuss-Museum in seiner Geburtsstadt Brackenheim erscheint er als Präsident für die Literatur. Theodor Heuss war ein wahrer Homme de Lettres, ein Mann der Literatur, ein Mann der Briefe, ein Mann der Buchstaben. Schätzungsweise 60.000 seiner Briefe sind überliefert. Die gedruckte 8-bändige Stuttgarter Ausgabe umfasst mehr als 1.700 davon. Was Theodor Heuss womöglich gefallen hätte? Alle Bände der Stuttgarter Briefausgabe stehen im Internet als Digitalisate zur Verfügung, können heruntergeladen werden, durchsucht, zitiert. Eine reichhaltige Quelle zu Leben und Werk des Literaten Heuss für alle Interessierten. Und warum ihm das gefallen hätte? Es ist ein zutiefst demokratischer Schritt, Quellen, Dokumente, gesichertes Wissen, Bildungsinhalte allen Menschen zugänglich zu machen, ohne Bezahlschranken, ohne Exklusivanspruch. Die Verbreitung seiner eigenen Gedanken und seiner demokratischen Überzeugung war ein Grundanliegen des Publizisten und Politikers Theodor Heuss. Heuss war deshalb auch offen für neue Kommunikationsmittel und Formen, sein ganzes Leben hindurch, und er nutzte sie für das, was er zu sagen hatte. Am Anfang dessen stand ein Buch. Seine Dissertation. Heuss veröffentlichte sie 1906 zum ersten Mal. Danach folgte der Einstieg in die Politik bei der Wahlkampagne für Friedrich Naumann für den Reichstagswahlkreis Heilbronn Ende 1906, Anfang 1907. Der junge Heuss betrieb dies zusammen mit anderen als konzertierte Kampagne mit Anzeigen und Flugblättern, Presse und einer Rednerkampagne in Heilbronn und der Umgebung. Diese Offenheit für neue Publikationsformen und Kommunikationswege hat sich Heuss bis ins Alter bewahrt. Etwa bei der Publikation des Buchs Bilder meines Lebens, das posthum 1964 erschien, ein Jahr nach seinem Tod. Darin werden kurze Zitate aus Heuss autobiografischen Erinnerungen 1905 bis 1933 mit Abbildungen, Fotografien, Zeichnungen kombiniert. Ein sehr modernes Konzept. Zwei Seiten als Beispiel. Ein Textzitat über Albert Schweitzer, einer aus Ellis Straßburger Gruppe, und über einen gemeinsamen Ausflug steht auf der linken Seite. Die erste gemeinsame Fahrt ins Leben. Im offenen Schäßle fuhren wir durch den frisch ergrünenden Odenwald nach Miltenberg. Ich hatte ein Skizzenbuch eingepackt. Rechts dann ein Porträt des jungen Albert Schweitzer und darunter eine Zeichnung aus dem erwähnten Skizzenbuch, das Heuss bis ins hohe Alter dabei hatte. Albert Schweitzer traute das Paar Elli Knapp und Theodor Heuss 1908. Die eigenen Bemühungen von Heuss um ein Mandat waren zunächst erfolglos. Er war zunächst vor allem als Journalist und Publizist tätig, veröffentlichte in Zeitschriften wie der von Naumann herausgegebenen Hilfe und wurde 1912 Chefredakteur bei der Heilbronner Neckarzeitung. Hier schrieb er tagesaktuelle Artikel und Kommentare, im Ersten Weltkrieg auch sehr patriotische Texte, aber auch über Literatur, etwa über den befreundeten Hermann Hesse. Auch nach seinem Ausscheiden aus der Neckarzeitung Ende 1917 blieb das Schreiben seine Haupttätigkeit. Die eigene politische Karriere kam erst 1924 richtig in Gang, als ihm der Einzug in den Reichstag gelang. Hier hatte Heuss dann bis 1933 Gelegenheit, sein Talent als Redner weiterzuentwickeln. Es gibt vor allem aus der Nachkriegszeit eindrucksvolle Beispiele dafür, mit welcher Meisterschaft Heuss die Rede als Medium zu nutzen wusste. Er setzt bewusst rhetorische Stilmittel ein, etwa zu Beginn einer Rede eine ironische Anspielung. Geehrte festliche Versammlung,
auf dem inhaltsreichen gedruckten Verzeichnis der Dinge, die sich heute in den nächsten Tagen ereignen werden, steht an zweiter Stelle feierliche Eröffnung durch den Bundespräsidenten. Das Wort hat mich leicht unsicher gemacht bei meiner geringen Begabung für Feierlichkeit. In den 1920er und 30er Jahren nutzte Heuss auch das Buch als Medium der politischen Kommunikation. Etwa das 1932 erschienene und nach 1945 sehr umstrittene Buch Hitlers Weg. Es fiel 1933 der Bücherverbrennung durch die Nazis zum Opfer, zusammen mit einem weiteren Buch von Heuss. Nach 1933 versuchte Heuss, sich als Publizist über Wasser zu halten und schrieb teilweise unter Pseudonym, mehr war ihm nicht mehr möglich. Durch Elli kam er mit dem Rundfunk als neuem Medium in Berührung und wirkte an von ihr konzipierten Werbespots mit. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als Heuss schnell in hohe und höchste politische Ämter aufstieg, schrieb er weiterhin seine Reden selbst. Und auch als Bundespräsident lagen ihm die Literatur und die Literaten am Herzen. Als er etwa im Schillerjahr 1955 Thomas Mann dazu ermunterte, seine Festrede gleichlautend in Stuttgart und in Weimar zu halten. Es gäbe noch sehr viel hinzuzufügen, nicht zuletzt, dass Heuss gelegentlich selbst Gedichte schrieb, etwa 1951 zum 75. Geburtstag seiner Elli. Wie im Nehmen, so im Geben galt das schöne Gleichgewicht als Gesetz für unser Leben. Einer war des anderen Licht. In Heilbronn gab es eine ganze Reihe von Ehrungen für Theodor Heuss. In der Stadt, die er als Vaterstadt bezeichnet hat. Darunter das humanistische Gymnasium, das Heuss in seiner Jugend selbst besucht hat, und eine nach ihm benannte Straße, merkwürdigerweise im Stadtteil Klingenberg. Außerdem die Ernennung zum Ehrenbürger 1953. Das Heilbronner Stadtarchiv hat vor mehr als 20 Jahren seine neu entwickelte Datenbank Heuss genannt. Die über das Internet für jeden durchsuchbare Datenbank folgt dabei demselben demokratischen Ansatz wie die eingangs erwähnte digitale Ausgabe der Heuss-Briefe.